Zuletzt bei Subnautica Below Zero. Wir erschufen uns eine Hydrauliköl-Pumpe, mit welcher wir an Land eine Brücke reparieren konnten und wodurch wir zu einem Abbaugebiet von Altera kamen. Dieses Gebiet war von Eiswürmern durchsetzt, allerdings waren wir dank unseres Krebsanzuges weitestgehend geschützt vor ihnen. Wir fanden ein riesiges Lager an Ionenwürfeln und ein weiteres altes Artefakt der Erbauer. Eine durchaus erfolgreiche Expedition, könnte man sagen. Hi meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Subnautica. Und ich gucke jetzt gerade nochmal nach, ob mein Ingame-Ton auch aufgenommen wird. Ne? Ihr habt es aber tatsächlich sehr gut aufgenommen, dass kein Ton aufgenommen wurde. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich habe einige Infos von euch bekommen. Punkt 1 ist, ihr sagt, ich wäre ein Schisser in dem Spiel. Absolut lächerlich. Also ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie ihr darauf kommt, aber ich laufe hier durch, als ob es ist. Ich habe davon nichts Angst, Freunde. Punkt 2, ich soll mich beim Robotikzentrum Vieh nochmal umschauen, denn dort gibt es wohl Schneepirscherfälle und einen sehr obvious Weg, den ich noch nicht gegangen bin. Aber da würde ich sowieso nochmal hin zurück, weil wir da auch mit dem Speerpinguin noch was machen können. Punkt 3, ihr sagtet mir in dem Schneewurmgebiet, wo wir waren, letztes Mal, war das letztes Mal? Ich glaube schon, ja. Da gibt es wohl noch ein sehr wichtiges Fragment weiter im Nordosten, in Richtung dieser gebogenen Felsen, was wir noch gar nicht entdeckt haben. Das war wohl nicht der Ionenwürfelhaufen, den ich gefunden habe. Das heißt, wir werden zum Robotikzentrum und zu diesem einen Ding auf jeden Fall nochmal gehen. Und ihr habt mir auch gesagt, dass ich doch mehr Seebahnfragmente andocken kann. Bloß, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie das geht. Also das hat irgendwie bisher einfach noch nicht so ganz funktioniert bei den Dingen, die wir gemacht haben. So, ich möchte jetzt aber tatsächlich erstmal ein neues Tauchdock bauen, damit wir den Krebs und die Seebahn parallel quasi andocken und verwenden können. Und dazu muss ich jetzt einmal kurz nachgucken, was ich hier tauchdockmäßig an Materialien brauche. 2 Titanbarren, 2 Blei und Schmierstoff. Okay. Dann machen wir kurz frischen Schmierstoff, außer ich habe hier drin noch einen. Nein, sieht nicht so aus. Oh mein Gott, wie viele Ionenwürfel ich einfach habe. Mehr als genug. So, wir machen hier erstmal frischen Schmierstoff. Zack. Und was ist hier eigentlich bei Persönliches? Was können wir jetzt hier mittlerweile Neues machen? Ah, hier, diese Klopfer. Ja, für die Würmer. Ach, in meinem Krebs fühle ich mich eigentlich ganz safe, muss ich zugeben. Okay, dann brauche ich 2 Titanbarren. Ist hier noch einer drin? Nein. Okay, das heißt, ich brauche insgesamt 10 Titan. Und 2 Blei auch noch. 1, 2 Blei. Kriege ich das Titan noch zusammen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habe ich jetzt 10? Ne, 2, 4, 6, 8. Ne, ich habe 9. Komm schon, irgendwo muss da noch irgendwo ein Titan rumflattern. Da, ja. Das ist tatsächlich Titan, langsam mein am wenigsten vorhandenes Mineral. Aber ist ja zum Glück ziemlich schnell besorgt, würde ich mal behaupten. Zack. Direkt noch den zweiten Titanbarren hinterher. Und dann hätten wir auch schon alles, was wir für ein zweites Tauchdock brauchen. So, hier draußen passieren irgendwelche Dinge. Irgendwas rumst hier. Ist das ein Gewitter oder so? Hallo, was ist denn hier los? Für eine Lärmbelästigung. Okay, dann wollen wir doch mal schauen, wo wir das am besten hinpacken. So, Tauchdock, Numero 2. Das ist wahrscheinlich zu hoch hier, ne? Nee, das geht hier sogar hin. Ja, dann schließen wir das doch direkt hier an. Dann machen wir direkt beides nebeneinander. Integrität minus 5. Achso, ja, wahrscheinlich, weil ich hier so eine Riesen, welches ein riesen Ding habe. Ein riesen Standfuß. Aber nicht so schlimm. Unsere Integrität ist immer noch voll in Ordnung. Und sollten wir irgendwann Probleme haben, machen wir einfach hier wieder neue Sachen. Also ihr wisst schon, hier diese, ne, so ab ins UI-Boot. Neue Hüllenverstärkung ist glaube ich der Fachbegriff dafür. So. Also, aber ihr habt mir gesagt, ich kann mehr Sachen an meine Seebahn andocken. Da werde ich jetzt nochmal probieren. Das hier vorne anzudocken, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vor. Also. Ich kann hier sehr seitlich fahren. Okay, warte mal. Passt mal auf. So, ich fahre jetzt hier mal ein bisschen vor, dann steigen wir hier mal aus. Ja? Habe ich hier Fenster? Nein. Okay, wir stehen jetzt direkt nebendran.
Okay, das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall noch mal ein Stückchen vor. Also es ist, das Andocken finde ich tatsächlich ein bisschen weird gelöst. So. Wir müssen das jetzt abchecken, Leute. Es tut mir leid. Und ich habe halt auch keine Fenster an der Seite. Okay, nee, passt. Alles klar. So. Dann düsen wir jetzt rüber. Dann schauen wir wieder einmal hinten zur Tür raus, ob das soweit passt. Na, ein bisschen zur anderen Seite noch. So, ein bisschen noch darüber. Und jetzt hinter. Ha! Wir sind angedockt. Yo, und warum hat die so viel Damage? Achso, weil ich die wahrscheinlich die ganze Zeit gecrashed habe. Haha! Okay, sehr schön. So, dann werde ich die jetzt mal ins Tauchdock fahren. Auch wenn ich dann erstmal meine angedockten Container wieder verliere. Aber das ist erstmal kein Act. Weil die müssten ja wahrscheinlich so zusammenbleiben. Vermutlich halt sehr stark. So. Dann ist unser UI-Boot jetzt auf jeden Fall wieder an Bord. Und kann hier geladen werden. So, und dann werde ich mal kurz mit dem Reparaturwerkzeug hier wieder alles schick machen. Hier. Ja, zack. Oh Gott, wegen meiner Stirnlampe sieht man einfach kaum was, ne? Hier sieht man was. So. Schön hier wieder alles funktionstüchtig machen, damit hier meine Seebahn keine Fax macht. Kann ich dich reparieren? Musst du repariert werden? Nee, du siehst ziemlich funktionstüchtig aus. Sehr schön. So, dann hätten wir das nämlich schon mal gemacht. Und irgendwann, wenn wir dann auch mal die Fragmente haben, um den Krebs zu transportieren. Ja, das sieht geil aus. Ganz ehrlich, das sieht fresh aus, wie wir hier beide. Da können wir es ist wie eine Garage, wo wir zwei dicke Autos drinstehen haben. Das ist cool. Das ist sehr gut. Das ist eine gute Idee, von euch noch ein zweites Tauchdock zu bauen. Gebe ich euch Props für. So, ich glaube aber tatsächlich, dass ich mich jetzt schon wieder auf den Weg mache. Und ich denke, wir gehen erst nochmal ins Eiswurmgebiet und wir suchen nach diesem besonderen Fragment bei den gebogenen Felsen. Weil das Eiswurmgebiet kenne ich. Ich werde nochmal schauen, ob wir hier drüben in meiner Wasseraufbereitungsanlage noch was haben. Das werden wir natürlich auch noch irgendwann erkunden. Ich habe jetzt aber auch eine kleine Session Subnautica vor mir. Also wir werden auf jeden Fall ein bisschen was hinbekommen. Da bin ich guter Dinge. Das Salz legen wir wieder ab, weil das einfach nur viel... Oh, hier ist auch noch sehr viel Titan. Arschgeile Nummer. Ihr habt mir auch gesagt, ich soll mir unbedingt Spinde statt Schränke machen, weil ich halt Spinde beschriften kann. Aber ich sag mal, eine grobe Ordnung habe ich ja selber. Und ein paar Schränke, die ich suche, empfinde ich jetzt auch nicht als störend. Und ich habe jetzt keine Lust, hier meine ganze Ordner-Lagerstruktur hier gerade umzubauen. Wie gesagt, weil ich eigentlich noch aktuell recht happy bin. So, dann ernte ich draußen noch ein paar Pilze. Dann mache ich quasi alles frisch. Und ihr habt mir auch gesagt, ich soll Gelsäcke in den Bioreaktor ballern, weil die wohl deutlich effizienter sind als das Seegras, was ich da mal reinklatsche. Werde ich dann bei Gelegenheit auf jeden Fall tun. Aber ich mag hier mein kleines Außenbeet. Das sieht alles so schön aus, wie so ein kleiner Garten, in dem man arbeitet. Das ist eine frische Sache. So. Zack, hier schön alles abbauen. Und dann natürlich direkt wieder frisch anpflanzen und den Rest dann futtern. So, es hagelt wieder. Ich empfehle euch auch auf jeden Fall, das Projekt mit Kopfhörern zu hören. Dann hört ihr einfach hier diese ganzen Effekte noch besser. Aber es war eine sehr gute Idee von den Entwicklern, diesen Hageleffekt mitzunehmen. Das ist schon eine frische Sache. Okay, haben wir eigentlich was im Lagerraum von meinem Krebs? Oh, 4 Kupfer. Dann würde ich noch sagen, nehmen wir das auch noch mit. Damit wir hier einfach mit guter Ausstattung, ups, say what? Mit komplett ausgerüstetem Krebs und auch geleertem Krebs hier wieder losdüsen können. So, Kupfer hier rein. So, ich habe Trinken dabei, ich habe Wechselbatterien dabei, ich habe Essen dabei. Ich bin soweit glücklich. Dann steigen wir in unseren Krebs, der voll geladen und voll repariert ist. Und wir düsen wieder. Moment, jetzt muss ich kurz schauen. Richtung Wasser Südwest, ne? Ah, ne, warte mal, da ist Robotikvieh. Ne, stopp. Stopp, stopp, stopp. Wo musste ich? Ne, stopp. Ah, hallo, wo konnte ich denn springen? Oh Gott, ey. Warte mal, springen. Ne. Senkrechtschub. LB. Ach, hier, lol, okay. Hä, musste ich wirklich Richtung Nord, Nordwest? Ich dachte, ich musste Richtung Süden, aber... Oh je, Freunde. Wo war diese Brücke? Ich da, okay, dann muss ich doch in die Richtung? Aber ich muss da nicht so... Robotikvieh war doch woanders. Oh, no. Okay, ich düse mal Richtung Nord-Nordwest.
Oder was? Okay, vielleicht war es doch Süd-Südwest. Doch. Na, dann... Ich düse mal in die Richtung. Sobald wir auf Quallen treffen, wissen wir, dass wir richtig sind. Und es war immer schon hier an diesen Eisbergen entlang. Also das ist, glaube ich, schon die richtige Richtung. Natürlich brechen wir erst wieder bei Nacht auf, wo wir dann wieder richtig, richtig schön viel sehen. Wo es dann auch gar nicht gruselig ist, wenn wir hier unterwegs sind. Aber ich bin guter Dinge, dass wir es hinbekommen. Aber ich kann wirklich nicht verstehen, wie er auf die Idee kommt, dass ich schissrig in diesem Spiel bin, Freunde. Nein, das ist ja okay. Ich gebe es ja zu. Ich bin wirklich nicht gemacht für solche Spiele. Ich meine, ich empfinde extrem viel Spaß hieran. Aber der Spaß kommt halt auch wirklich daher, dass ich mich einfach komplett einscheiße vor Angst. Muss man jetzt auch einfach mal sagen. So, da sind die Quallen. Bei Nacht sehen die einfach nochmal doppelt dangerous aus. Holy shit. So, und ich glaube, irgendwo hier müsste es dann auch schon lang gehen. Es kamen auch schon so Kommentare wie: Hübi, du wirst in diesem Spiel nie Progress machen, weil du so schissrig bist, oder das Spiel belohnt dich doch dafür, dass du mutig bist, also wird Hübi es nie bis zum Ende schaffen und so weiter. Ich krieg das schon hin, Freunde. Ich brauche nur ein bisschen länger als der ein oder andere. Oh, damn. So. Hier war, glaube ich, der Ausgang, oder? Irgendwo hier. Schön an den ganzen Fackeln vorbei. Da vorne, glaube ich. Ja, ich sehe es auch schon. So, und dann besuche ich mal wieder gleich meine besten Freunde, die Eiswürmer. Oh, sie sind so creepy. Aber da ist die Brücke, die wir gebaut haben. Und jetzt wird es auch wieder Tag. Das ist sehr angenehm. Oh, ich habe wieder vergessen, wie schön dieses Spiel ist. Ich habe es doch eine Zeit lang nicht mehr gespielt, weil ich ja doch immer etwas, das heißt längere Sessions, aber 3-4 Folgen auf jeden Fall immer aufnehme. Erstens, damit ich ein bisschen was für die Woche vorproduzieren kann, und dieses Spiel lebt auch ein bisschen davon, dass ich, dass man ein bisschen in der Materie drin bleibt, sich ein bisschen besser auskennt. Ich glaube, wenn man hier immer wieder eine Folge aufnimmt und wieder aufhört, dann blickst du gar nicht durch die Welt durch. Du musst das ein bisschen am Stück spielen, damit du einfach, ja, den Überblick behältst, weil das Spiel natürlich, je länger du spielst, immer komplexer wird, sag ich mal. Beziehungsweise du dir immer mehr Koordinaten und immer mehr Dinge merken musst. Und deshalb, ja, ist es doch sehr, sehr gut, glaube ich, wenn wir hier was aufnehmen. Aber wie gesagt, ich lese regelmäßig Kommentare, ich lese viel Kommentare zu dem Spiel, weil da eben auch wirklich viel Hilfe drin ist. Und dementsprechend werden wir gemeinsam das als Community schon hinkriegen. Ich als euer schissriger Anführer und ihr als meine mutigen, klugen Helfer kommen zusammen hier durch dieses Abenteuer. So, Nordosten ist der Rage Call. So, wir müssen diesen gebogenen Felsen folgen. So, jetzt sind hier wieder die Würmer. Aber tatsächlich machen die mir kaum Angst, weil ich mich in meinem Krebs sehr, sehr safe fühle. So, die zeigen in die Richtung. Die zeigen in die Richtung, die Felsen. Dann werde ich mal versuchen, den jetzt hier zu folgen. So, ich glaube, ich höre die Würmer. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. So, aber die zeigen, glaube ich, hier lang und dann ist hier Feierabend, oder? Also irgendwie müssen wir hier hinter. Vielleicht irgendwie hier lang. So, hier ist nämlich die Station. Da muss ich so einen kleinen Ding... Nee, warte mal. Jetzt zeigen sie da lang. Okay, ich kann denen noch nicht ganz folgen, muss ich zugeben. Ich könnte hier reinsteppen. So, die zeigen in die Richtung. Aber hier geht es halt irgendwie nicht lang, oder? Also ich kapiere dieses... Oh Gott, da ist ein Schneepirscher. Hier sind mehrere. Ach du Scheiße. Die zeigen da lang. Aber... Okay, dann werde ich mal diese Höhle betreten. Dann werde ich mal diese Höhle betreten. Hallo Wurm. So, hier war ich schon. Hier waren die Dinge. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich hier lang muss. Also ich finde, ich habe immer das ist auch das Gefühl, was ich beim letzten Mal hatte, dass ich schon alles erkundet habe. Aber obviously habe ich noch nicht alles erkundet. Aber wo soll es denn jetzt hier noch lang gehen? Wenn ich dabei hier lang? Oh, hier lang. Ich glaube, hier war ich noch nicht, oder? Doch, hier war ich auch schon. Ich kapiere das nicht. Ich kapiere den Aufbau dieser Welt nicht. Beziehungsweise dieses Gebiets nicht. Wirklich, das überfordert mich. Das überfordert mich so krass. Ich glaube euch, dass hier was Wichtiges ist. Bloß ich bin noch sehr, sehr unschlüssig, wo sie wollen, dass ich langdüse.
Da wäre ganz viel Kupfer und so drin, aber bin ich jetzt nicht so interessiert daran. Ich folge mal den Felsen. Ich meine, hier oben war ich, glaube ich, noch nicht. Hier sind noch mehr, richtig viele Mineralien. Ja, komm, nehmen wir die mal kurz mit, was soll's. Einfach viel Silber und Kupfer. Für Kabelsitze und sowas kann man das immer gut gebrauchen. So. Ist da oben noch was? Nee. Also ich bin noch sehr, sehr überfragt, wo ich lang muss. Die zeigen in die Richtung, die Felsen. Da ist eine Leiter. Schaut mal, Freunde, da ist eine Leiter. Warum ist die da? Die haben hier obviously irgendwas geforscht. Das ist keine Kiste. Okay, ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Das hätte ich doch mitbekommen. Das hätten wir doch irgendwie gesehen, aber... Das ist jetzt auch Feierabend. So, hier ist dann dieses Artefakt, so nach dem Motto, ja, hier ist was, Bro. Also, hier waren die alten Erbauer. Auch das sehe und akzeptiere ich. So, und jetzt bin ich in dem Gebiet mit den Schneepirschen. Hier ist nochmal so eine Signalhöhle, aber ich glaube... Ich meine, ich kann hier mal aussteigen und einen Speerpinguin reinschicken, aber Speerpinguine haben noch nie was gerissen. Also die haben ja immer noch Materialien gefunden, mehr nicht. So, jetzt bin ich hier nochmal in einer neuen Gegend. Na, hier sind Schneepirsche, also heißt das, ich bin auf jeden Fall in einem neuen Areal, weil bisher haben wir noch keine Schneepirsche gefunden. So, vielleicht einfach nach da hinten. Oh, da ist ein Schneewurm irgendwo. Oh, der hat mich gerade böse nach vorne geböllert. Ehrenmann. Hier hoch muss ich, oder? Ja, aber da komme ich noch nicht hoch. Okay, da kommt jetzt ein Schneepirsch, der will mich angreifen. Ja, ja. Ne, irgendwo hier. Irgendwo hier. Aber ich weiß noch nicht genau, wie es für mich weitergehen soll. Aber ihr habt mir einen Tipp gegeben, Freunde. Wie ich an Schneepirscherfell rankomme. Und zwar habt ihr mir gesagt... Ich muss einen kleinen Pinguin setzen. So. Muss diesen kleinen Pinguin setzen. Und dann mit der Fernbedienung kann ich den dann zu den Pirschern fahren und denen quasi Fell entreißen. Wir checken das mal ab, Freunde. Und wir schauen mal, ob das klappt. Grüßt euch. Ja, lol. Zack. 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 Zack, unser Metall ist voll. Wir haben 4 Schneepirscherfell. Geile Sache. Geile Sache. Aber der Pinguin kommt hier, glaube ich, nicht mehr hoch, oder? Nee, okay, warte mal. B zum Beenden. Sehr gut. Oh mein Gott! Die haben mich angegriffen. Was für Säcke? Was soll das? So, dann nehmen wir den kleinen Dude kurz mit. Wir nehmen kurz hier das Schneepirscherfell mit. Und dann nehmen wir den auch wieder mit. Und steigen hier wieder ein. So, aber, also, wir halten fest, hier muss ich hoch, obviously. Die Frage ist, wie komme ich hier hoch? So? So, komm schon, Bro. Nee. Komm schon, lass mich da hoch. Das ist nicht der Weg, den das Spiel vorgesehen hat, aber es ist mir egal. Wenn ich jetzt aussteige, ich bin oben. Ich bin einfach oben. Das Problem ist, ich erfriere hier. Das Problem ist, ich erfriere hier. Aber ich werde mich jetzt mal umgucken. Vielleicht kann ich mich ja hier irgendwo wärmen, aber hier muss irgendwo was sein. Ich habe keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin oder was hier ist. Aber ich gehe jetzt einfach Risiko und schaue nach. Sobald meine Ding bei 50 ist, muss ich umdrehen. Hier an. Hier ist irgendwas. Irgendwo muss hier was sein, aber ich muss jetzt umdrehen. Nee, hier komme ich nicht lebend zurück. Hier komme ich nicht. Ich muss mit dem Krebs hier hoch. Da führt kein Weg dran vorbei, sonst werde ich hier erfrieren. Ich meine, mit dem Schneepirschfell könnte ich mir auch was machen. Aber ich bin jetzt hier. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich bin jetzt hier. Ich werde mit dem Kriegs hier hochkommen. Und dann werden wir das finden. Aber hier müsst... Genau das ist der Punkt. Die Frage ist aber, wie hat sich das Spiel das vorgestellt? Weil das scheint ja wirklich der einzige Weg hierher zu sein. Aber wie hat sich das Spiel vorgestellt, dass man hier hochkommt?
Ich weiß nicht, es gibt ja auch den Schneefuchs als Fortbewegungsmittel an Land. Ich weiß nicht, ob der vielleicht... Ich weiß nicht, ob der vielleicht, Ding... So, hier irgendwie hochkommt oder so. Aber wir schaffen das. So, warte mal, Freunde. Ich mache jetzt hier mal einen Geschwindigkeitsschub. Wartet. Ich komme da hoch, Freunde. Ich werde da hochkommen. Trust me. Ich schaffe das. Ich hab ein gutes Gefühl hier. Das kann doch nicht sein, dass ich hier hochkomme, aber ich meinen Krebs hier nicht hochbekomme. Wir sind oben. Wir sind oben. Keine Ahnung, was hier der offizielle Weg ist. Bitte fragt mich nicht, aber wir sind hier. Ich habe noch 60, Dingen. Energie in meinem Krebs. Also ich muss ein bisschen auf meine Energie aufpassen. Aber wir sind ja auch wirklich schon sehr, sehr viel an Land hier rumgestapft. Also, dementsprechend, der Rückweg wird auf jeden Fall deutlich weniger Energie brauchen. Und ich glaube, habe ich sogar eine Energiezelle dabei? Ah, nee. Ich wollte mir immer noch mal eine extra Energiezelle einpacken. Genau für solche Momente. So im Inventar nehmen die ja nicht viel Platz ein, aber nicht so schlimm. So. Irgendwo hier ist was. Einfach ein riesiges, offenes Gebiet. Holy shit. Ich folge wirklich einfach mal den Felsen. In der Hoffnung, hier irgendwas zu finden. Da vorne nochmal. Hier sind auch Schneepirscher. Oh, ich höre sie wieder. Ich gucke gar nicht. Oh, wir werden wieder geboostet. Ehrenwürmer. Ehrenwürmer. Ich drehe mich nicht um, dann machen sie mir auch keine Angst. So, das zurück, hier runter muss ich, ja. Obviously. Obviously. So. Jetzt Jetpack zünden, dass wir keinen Damage kriegen. Aber wie gesagt, heilen kann ich mich ja sowieso. Wir haben noch 68 Leben. Und da muss ich rein. So, ich heile mich jetzt trotzdem kurz. Oder ich reparier mal kurz, dass hier nicht irgendwann das noch kaputt gemacht werden. Aber das ist genau der Ort, wo wir hin müssen. Wie gesagt, keine Ahnung, was hier der Official Way ist. Aber mein Krebs ist immer für mich da, wenn ich ihn brauche. So. Und wir sind drin, Friends. Jetzt brauchen wir unseren Scanner wieder, weil jetzt gibt es hier ordentlich Stuff für uns zu tun. Was bist du? Smaragd. Okay. Kann ich den irgendwie abbauen oder so? Hi, Pinguin, wie geht's dir? Aber das packe ich mal hier hin. Und den Pinguin brauche ich eigentlich auch nicht, aber es ist nicht so schlimm. Kann ich das irgendwie farmen? Nee. Okay, dann nehmen wir wieder meinen Scanner. So, was geht hier ab? Doch, da sind noch mehr Smaragde. Sogar hier so quasi präsentiert in so einer Art Vitrine. Und was ist das? Ey, das sieht hier alles... Hier Muster... Ey, du kannst mich erzählen, dass hier nichts ist. Nee. Hier ist nochmal ein Ionenwürfel. Irgendwas muss hier sein. Und ich werde herausfinden, was es ist, Freunde. All das Zeug ist hier eingestürzt. Da, hier! Ein Bauerkörperteil. Ein Arm ist das oder so. Ein Bauergewebe. That is a rough way to go. Yes, I would not enjoy being crushed while mining iron cube components. The cult preserved the body well, but this isn't a big sample. Will it be enough? Our tissues are pluripotent, derived from the DNA of various species, capable of changing form as necessary. Ah, like stem cells. So, what prevents you from, I don't know, ending up with hooves where your eyelashes should go? That does not happen. At least not since the fourth iteration. Okay, Freunde. Wir haben 2 von 3 Erbauerbauteilen gefunden. Die sind, glaube ich, ganz unten gelistet. Ja, Erbauergewebe. 2 Wurzelblasen. Ich glaube, die habe ich sogar schon. Synthetikfasern und Gelsack. Lol. Können wir das schon craften? Ja, crazy. Jetzt fehlen mir nur noch die Organe. Die werden wir mit Sicherheit auch noch irgendwann finden. Freunde, das ist ein definitiver Fall von Big Progress. Also, das ist wirklich Big Progress. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie durch das Schneewurmfeld zurückkommen. Und, weil hier schon Schneepirscher sind, will ich direkt mal nachgucken, wie viel Schneepirscherfell ich brauche, um mir meine Klamotten zu craften. Damit ich hier nicht Risiko gehe, irgendwie zu wenig davon mitzunehmen. Thermoanzug da. 2. 1.
und 1. Okay, wir brauchen 4 und ich habe schon 4. Und ich glaube, daheim in meinen Schränken müsste ich auch noch irgendwo was haben. Okay. Oh, da kommen die Würmer schon wieder. Ich drehe mich nicht um. Ich drehe mich nicht um, Freunde. Ich mache hier gar nichts. Ich düse jetzt einfach, glaube ich, ganz entspannt nach Hause. Und ich würde sagen, insofern auf meiner Reise nichts passiert, außer dass ich von 38 Würmern gefressen werde, sehen wir uns dann gleich daheim wieder. Okay, Freunde, bevor ich jetzt nach Hause gehe, habe ich gerade gesehen, dass hier oben noch was ist. Das ist noch nicht der Weg zurück, das ist noch irgendwas anderes. Und das würde mich jetzt doch interessieren. Also das scheint irgendwas Menschliches zu sein. Der Bogen ist richtig mad. Oh mein Gott, der hat mir gerade 25 Damage gemacht. Alter, was eskaliert denn der jetzt hier so rum? Entspann dich mal. Entspann dich mal, Bro. Aber ich komme hier erstmal nicht weiter. Okay, ich komme hier noch nicht hoch. Ich muss noch weiter hochkommen, glaube ich. Das ist ein sehr, sehr interessantes Gebiet hier. Aha, schaut mal, da hinten komme ich sogar noch weiter hoch. Eventuell. Oder? Ja. Also irgendwas ist hier. Ich muss nur herausfinden, wie ich da hinkomme. Und die Nacht macht es mir nicht einfacher. Hier ist nochmal eine Höhle. Ich weiß auch nicht, wo die mich hinbringt. Ah, die ist wahrscheinlich der offizielle Weg, hier hochzukommen, oder? Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich werde mal versuchen, oben zu bleiben. Warum muss das jetzt Nacht werden? Das kam echt unpassend, dieser Einbruch der Nacht, muss ich zugeben. Weil mit Nacht und Schnee ist man einfach komplett aufgeschmissen. Da ist aber auf jeden Fall was. Da komme ich als Mensch weiter. Na, das ist, finde ich, auch schon mal was. Da, wo menschliche Spuren sind, muss es auch so gebaut sein, dass man als Mensch weiterkommt. Ja? Von Menschen für Menschen und so weiter. Da ist schon wieder ein Wurm irgendwo. Ich gucke den gar nicht an. Da ist er, da ist er. Oh mein Gott, sind die riesig. Leckt mich am Arsch. Aber hier, Freunde, guck mal, guck mal. Aber das ist, glaube ich, auch nur eine Verbindungshöhle nach unten. Oh ne, hier ist noch... Yo! Das ist ein Teleporter wieder. Den ich wieder nicht verwenden kann. Das ist schon wieder ein Teleporter, den ich nicht benutzen kann. Aber hier ist noch mehr Stuff. Oh mein Gott, wie viel hier einfach ist. Eine Batterie nochmal. Medipack. Das werde ich direkt mal verwenden. Ja, wir haben hier ein bisschen auf die Fresse bekommen. Oh, sehr schön. Was ist das hier? Wasserreinigungstabletten. Water purification tablets can create drinkable water as you explore the snowy surface. Was ist das, Freunde? Was ist das hier? Sterbe ich, wenn ich da runterhüpfe? Was ist das hier für ein Ort? Also das sieht aus wie ein Gravitationsfeld. Komm, wir gehen Risiko. Es kann sein, dass ich einfach richtig elendig sterbe. Die Possibility besteht. Aber nein, tue ich nicht. Sehr schön. Aber ich vertraue jetzt einfach mal diesem Glitzern. Wir schauen uns einfach mal an, was hier abgeht. Ey, es ist so epic, ne? Die Atmosphäre dieses Spiels. Medikit. Batterien. Wie viele Batterien wir mittlerweile einfach haben. Das ist ziemliche Verschwendung. Mehr ist das hier gar nicht? Mehr gibt's hier? Doch, in die Richtung geht's noch weiter. Hey, es gibt sogar einen Unterwasserzugang zu dieser Höhle? Bitte was? Oder nee? Nee, doch, hier ist Wasser, ne? Ich bin jetzt nicht blöd. Was ist das denn hier jetzt? Noch mehr Wasserreinigungstabletten, aber ich kann keine mehr mitnehmen, mein Inventar ist voll. Wartet mal, ist das der Zugang, den wir mal gesehen haben? Der von dieser Eisschicht zugehalten wurde, aber ich hätte für den Notfall einen Laserschneider dabei. Was genau? Wo führt das hin? Ey, wie still es hier einfach ist. Wenn jetzt irgendein Monster um die Ecke kommt, sterbe ich einfach an einem Herzinfarkt. Boah, sogar mit dem Soundtrack jetzt hier.
Wo führt mich das hin? Das bringt mich... Das ist irgendein Verbindungstunnel. Also mich würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt gleich an so einer Eiswand enden, die wir aufmachen können. Und das wäre verdammt cool, weil wir dann einen direkten Zugang zu diesem hinteren Gebiet hätten. Ich könnte auf jeden Fall meinen Seegleiter noch verwenden, muss ich zugeben. Fällt mir gerade auf. Aber ich finde es gerade irgendwie so atmosphärisch. Ja, da ist die Wand. Da ist die Wand. Mit Laserschneider freilegen. Den hab ich. Wir haben uns einen direkten Zugang zu dem Gebiet hier hinten freigelegt, Freunde. Das ist insane. Das ist richtig gut. Zack. Wir schmelzen uns die Eiswand auf und können jetzt theoretisch, wenn wir wollen, wahrscheinlich sogar mit der Seebahn hier rein. Wobei, die Seebahn ist wahrscheinlich für den Tunnel ein bisschen zu groß. Aber trotzdem. Das ist eine arschgeile Nummer. Oh yeah. Plöpp. Und damit ist die Eiswand offen. Wir werden ab jetzt immer hier reinkommen. Genau, da ist das Quallengebiet. Wir waren hier schon mal. Exakt hier. Doch, ganz wichtig. Den jetzt hier hinpacken. Die Karte ausmachen, die eh niemand verwendet. Und jetzt wieder schnell zurück. Geiler Scheiß. Sehr, sehr, sehr wichtig, diese Verbindungstunnel. Und vielleicht ist es in der Zwischenzeit auch schon wieder Tag geworden. Da können wir vielleicht doch noch gucken, ob wir hier irgendwas finden. Bloß die Frage ist, wenn wir halt das Körperteil jetzt gefunden haben, müssen wir überhaupt noch hierher zurück? Das ist die Frage. Wobei wir wissen, also ich meine, es ist ja immer noch absolut unklar, wie dieses Spiel endet. Also ich habe ja immer noch wirklich komplett keinen Schimmer, was das Ende dieses Spiels ist. Aber deswegen habe ich auch so lange gewartet, bis das Spiel offiziell in der 1.0 released, dass ich eben weiß, dass ich ein fertiges Spiel habe, was dann eben auch ein Ende hat. Oh mein Gott, wie schön das aussieht. Das sind so schöne Farben. So, vielleicht ist es mittlerweile wieder Tag geworden. Das Schöne ist, in dieser Höhle hier drin erfriere ich auch nicht mal. Also hier ist auf jeden Fall so weit kuschelig warm. Das ist, dass wir, dass das passt. So, wir werden nach oben gebracht. Und da wartet unser Krebs hier jetzt wieder auf uns. Und mit ein bisschen Glück ist es jetzt auch draußen wieder hell geworden. Leider kann ich den Teleporter noch nicht verwenden. Da brauche ich noch irgendwas anderes dazu. Ich weiß es aber noch nicht genau, was. Aber der ist leider aktuell noch nicht in der Lage, quasi von uns benutzt zu werden. So, warte mal. Ich steige mal kurz aus und repariere den auch noch. Weil so ein blöder Wurm hat dem ein bisschen zugesetzt. So. Bro, keine Sorge, ich kümmere mich um dich. Du bist mir sehr, sehr wichtig. Sehr gut. Jetzt will ich noch an diese eine Stelle kommen. Also einfach direkt von so einem Eiswurm hier begrüßt werden. Der böllert hier instant irgendwo rum. So, irgendwo hier hinten war das. War es in die Richtung? Nee, ich glaube, es war in die Richtung. Okay, ich nehme mal hier diesen Weg. Müsstest du aufpassen. Die Würmer haben soeben wieder uns gewittert mit ziemlicher Sicherheit. So, da. Hier passiert auf jeden Fall was. Also hier sind Leitern und so weiter. Aber die führen mich nur wieder hoch. Ich führe mich jetzt noch nicht dahin, wo ich hin will, muss ich zugeben. Also vielleicht habe ich mich hier auch verguckt und vielleicht war hier auch gar nichts mehr. Also ich meine, irgendwo so Kisten gesehen zu haben. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn wir die nicht finden. Ich denke... Ah, hier, waren das die hier? Ich glaube, es waren die hier, die ich gesehen habe. Aber das sind nur Kisten. Ich glaube, das... Warte mal, ich versuche nochmal hinzugucken, aber ich glaube, da war kein Bauplan.
Nee, es sieht nicht nach einem Bauplan aus. So, und ich glaube, hier hoch kommen wir mit dem Krebs auch nicht. Aber ich kann theoretisch wieder aussteigen. Oh, no! Ach, Krebsi, komm, bring mich da hoch. Ja, okay, sehr gut. Nee, das sind nur hier ein paar Vorratskisten. Nochmal eine Batterie, aber da habe ich jetzt eh genug. Essen. Bring. Oh, ein Wurm, ein Wurm, ein Wurm. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich will nicht angucken. Ich finde die gruselig. Ich finde die gruselig. Würmer werden nicht angeguckt, dann existieren sie nicht. So, aber ich muss noch was essen. So. Aber dann würde ich jetzt tatsächlich vorschlagen, dass ich erstmal hier runtergehe und mir was angucke. Ich wollte sagen, dass ich die Party beende, aber man findet permanent neuen Stuff. Man läuft, man düst hier einfach durch die Löcher, die Eiswürmer gebuddelt haben. Und hier sind so viele Mineralien, die ich alle nicht mitnehmen kann. Obwohl, stopp. In meinem Krebs kann ich ja theoretisch die Sachen transportieren. Ich habe ja noch Lagerraum. Na? So ist ja nicht. Bloß die Frage ist, wie komme ich da ran? Oder kann ich das Zeug einfach einsammeln? Ich habe keine Ahnung, ob ich das hier abbauen kann, was ich gerade tue. Ah, nee. Eigentlich müsste es doch so wackeln. Genau. Jetzt Kupfererz abbauen, aber naja, ich glaube, Kupfer haben wir mittlerweile wirklich genug. Aber ich sag mal, wenn man so ein bisschen sich was mitnehmen kann, so why not? Wobei wir jetzt hier irgendwie nicht so gut rankommen. Aha. Da kommen wir deutlich besser ran. Dann nehmen wir einfach noch ein bisschen was mit. Ich sehe schon, komm, irgendwann werden wir da wahrscheinlich in Kupfernot kommen und dann so, ach man, hätten wir doch damals nur, ne? Genau sowas ist das dann. Dann nehmen wir einfach noch ein bisschen was mit, aber ich glaube, kupfertechnisch sind wir wirklich sehr, sehr gut ausgerüstet mittlerweile. Und leider gibt es hier halt auch keine anderen. Also, wenn jetzt immer so ein großes Titan-Vorkommen wäre oder so, das würde ich halt schon böse fühlen. Aber warte mal, was bist du? Ist das Lithium? Es sieht irgendwie so aus, als ob ich da... Ja, da ist was. Ja, da ist Lithium drin. Aber nur so... Also, man kommt da nur so ganz schwer ran irgendwie. So, Lithium mitten im Stein. Und irgendwie, glaube ich, kriege ich den nicht auf. Oder? Nee. Okay, aber wie gesagt, wir wissen auch, wo wir Lithium finden. Also, siehst du, dass wir miese Lithium-Probleme hätten. Was ist das hier? Ah, das ist Silber. Ey, wenn mir irgendwie so ein Wurm hier unten begegnet, raste ich aus. Aber ich glaube, die sind nur so programmiert, dass sie halt aus dem Boden raushüpfen können. Na, so, okay. So, wie komme ich jetzt nach Hause? Ja, die sind jetzt schon wieder unterwegs, ne? Der ist schon wieder hinter mir. Klebt mich wieder am Arsch. Warte mal, wir sind Richtung Nordosten gegangen. Das heißt, um heimzukommen, müssen wir Richtung Südwesten. Ist das hier mein Rückweg? Ich glaube schon. Nein, da ist wieder die Menschenanlage. Oder doch? Ich werde, glaube ich, niemals mehr nach Hause finden. Oh nein, ich habe nur noch 50% Leben. Der Typ destroyt mich. Der Typ destroyt mich. The worm is killing me. Noch mehr Worms hier. Mama, ich komme nicht mehr nach Hause. Mann, wo mal mein Weg heim? Und die Folge ist einfach schon wieder viel zu lang, Freunde. Ob und wie wir nach Hause kommen, das erfahren wir beim nächsten Mal. Danke fürs dabei sein. Vielen lieben Dank an Sören Kamara, Tizian Priggesbauer und Lord Hammerster für euren Hammer-Support.